So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin so stolz, dass ich das jetzt irgendwie aussprechen kann und ich muss mir nur dafür einen Zahn abbrechen. Ist das toll. Ich finde das gerade so episch, wie er mit dem Wind dasteht, die Haare sich bewegen und er einfach in die Ferne guckt. Ja. Es ist so gut. Oh, das wird in diesem Spiel noch so häufig vorkommen, dass wir einfach irgendwo hinlaufen werden. Ich lasse mich sehr leicht ablenken in diesem Spiel. Darauf könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Das ist ein Krog. Das sind Fische. Schnappt ihr die Fische. Mach einen Körper. Yay! Little Fishy. Bam. Punktewertung bitte. What the fuck? Da du den Fisch nicht gekriegt hast, 9,9. Naja, okay. Wenigstens etwas. Verdammt. Irgendwas wollte ich auch gerade sagen, aber ich habe es vergessen. Ich bin schuld. Ja, ich habe gar nicht gesagt, wen wir hier als Gastkommentator haben. Immer noch die Isu. Isuna 12. Wie in den letzten Parts auch. Oh nein. Ja, wie viel sind wir jetzt? Warte, sag nichts. 5. Nein. Nein. Nein, plus 3. 8. 3 plus 3, 6, 7, 8. Wir sind jetzt beim 8. Part? Ich glaube, wir sind beim 8. Part. Also, man muss mal... Wir nehmen jetzt nicht 8 Part am Stück auf, aber wir nehmen so bündelweise auf. Und ich glaube, wir sind bei Part 8. Was ist das? Wieso leuchtet das? Geh nicht auf das Licht zu! Nicht Wieso auf läuft das Licht Link automatisch zu? Dahin? Ich krieg Panik! Hört auf! Nein, er läuft nicht automatisch. War nur ein Scherz. Hätte sein können. Lol. Ich hab jetzt echt gedacht, du knallst frontal gegen diese Statue. Es wäre lustig. Ja. Aber was ist das Beten? Du hast Herausforderungen bestanden und wieso liest du das nicht? Schließlich die Göttin. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst 4 Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Herzen! Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Epicness. Herzcontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfung besteht. Er wird die maximale Anzahl deiner Herzen. Nein. Bling. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ich werde mein Bestes geben. Wie gesagt, 120 Schreine sind... Dafug? Böser Blick. Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Ich habe ein Herz mehr. Kommt so ein fucking Wächter vorbei, sind wir trotzdem Matsch. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Er ist merkwürdig. Ja. Wer ist der alte Kauz? Ganz ehrlich, da bin ich am Anfang auch echt nicht drauf gekommen, ne? Ich dachte es mir irgendwie, ehrlich gesagt. Nee, ich stand da voll auf dem Schlauch. Ich hab's mir, wie gesagt, schon gedacht. Aber wieso, was, wie, wer ist das? Das werden wir gleich erfahren. Es ist spannend. Übrigens, Besonderheit an Leitern. Wir verbrauchen keine Ausdauer, wenn wir da hochklettern. Das heißt, wir können hochspringen und das normale Hochklettern bringt uns sogar Energie zurück. What the fuck? Ist gut. Ist nice. Geh da hoch. Geh da hoch, du kannst es. Wir sind auf dem Dach einer Kathedrale. Uhu. Ich finde Tauben so cool. Nein, wir scheißen jetzt nicht auf Dach. Nein, wie die Gurren, das finde ich halt irgendwie cool. Nee, die haben immer so einen Sound drin. Ja. Katzin! Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich, in
der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie.
Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Mhm. Nimm schon. Das Parasegel, wie versprochen. Ganz ehrlich, den Satz hätten sie jetzt auch noch synchronisieren können. Es ist so. Parasegel. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu gleiten. Eine vergessene Welt. Geschafft. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Punkt, Punkt, Punkt. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Puff. Wow. Muss man erstmal sacken lassen. Ist eine ganze Menge. Das war richtig viel. Aber hey, Hut ab, für 100 Jahre hat er sich richtig gut gehalten, der Link. Jo. Davon träumt manch anderer. Moment. Was? Tasche. Ganz kurz, einen Bogen schmeiße ich weg, wahrscheinlich einen Bockbogen. Weil da war ein Ritterbogen drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Warte mal, das war gar nicht mal so schlau. Weil der andere Bogen, der zerbricht eh gleich. Ja. So. Nee, gut, wir sollen Hyrule retten. Gut, das wussten wir auch schon vorher. Wir wussten nur nicht, dass er der König von Hyrule ist. Willst du gerade den Bogen noch tauschen? Ich persönlich verbrauche immer erstmal die Schwächeren. Habe ich den nicht auch? Du hast den ausgerüstet, weil du die Position entsorgt hast, die du gerade getragen hast. Nee, wieso? Das ist doch der Reisebogen. Ach so. Soldatenbogen war der, den wir eben hatten. Alles gut, alles gut, alles gut. Gut. Ja. Nee, wie gesagt, also die Story muss man erstmal irgendwie sacken lassen. Hier das Parasegel, wir können fliegen. Yay. Das ist voll cool, das Blöde ist, das verbraucht auch Ausdauer. Dementsprechend können wir leider nicht so lange fliegen. Ja, gut. Aber wir wissen jetzt, wo wir hin sollen. Das ist ja schon mal viel wert. Kakariko. Ja. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich werde es auch machen, weil ich habe tatsächlich in diesem Spiel ein bisschen den Anreiz, ich will das Album vervollständigen. Aha. Echt? Ja, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie, habe ich auch bei auf der Switch-Version, ich wollte dieses Album fertig machen. Das Problem ist, es gibt Gegnerarten, die findet man nur ein einziges Mal im Spiel. Und ich war so super schlau und habe sie nicht fotografiert. Oh, das musst du machen. Eine einzige Gegnerart. Und zwar beim Todesberg. So, Leute. Hier unten ist die große, weite Welt von Hyrule. Das Tutorial, ja, das hier ist tatsächlich das Tutorial-Bereich, der Tutorial-Bereich, ist geschafft. 120 Schreine warten auf uns, den ersten sehe ich von hier aus schon. Minus 4, 4 haben wir schon. Minus 4, ja, ist doch gut. Warten auf uns. Plus viele, viele Wächter. Auf geht's! Yay! Jetzt wird's lustig. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht.
Siegesgewiss, klappert ihr Gebiss. Hui. Es gab eine Zeit, da kannte ich den Text davon nicht, ne? Yes. Alles, was ich jetzt sagen könnte. Oh, ein Schild. Wird mir negativ ausgelegt, weil meine Mutter das doch sehen sollte. Wäre schlecht. Das Problem ist, wir treffen hier auch auf komplett neue Gegner. Moblins. Zum Beispiel. Exalfos. Zum Beispiel. Und es gibt einige Gegner, die sich sehr, sehr krass von den anderen Gegnern unterscheiden. Und zwar in puncto Stärke. Die kommen auch viel seltener vor. Aber die sind so verfickt stark, dass ein Kampf selbst mit voller Ausrüstung wirklich lange dauert. Und man sollte nicht getroffen werden. Weil die brauchen zum Teil nur 2-3 Schläge und ihr seid tot. Huah, yeah, yeah. Scheiße, Volltreffer. Also, gesehen. Ja. Das aber ist ein Moblin? Das ist ein. Nein. Das ist ein blauer Bockblin. Ach so, stimmt. Das ist nämlich das, was ich meinte. Es gibt wenig Gegnerarten, dafür in verschiedener Farbe. Au! Und, ja, ich glaub, und in verschiedenen Damage. Stärken. Also die Blauen machen Damage. Grundsätzlich mehr Damage als die anderen. Verrostetes Schwert, cool. Verrosteter Schild. Schildtasche ist voll. Okay, wir sollten uns mal kurz heilen. Nur so ein bisschen. Ich muss das wirklich wieder reinkriegen mit dem Ausweichen und allem, ey. Das ist schlimm. Ja, das ist halt echt. Wie gesagt, also die blauen Versionen von Gegnern machen mehr Schaden, halten auch mehr aus. Aber es gibt noch eine Steigerung. Wow. Rubine! Wow. Dass ich das noch erleben darf in einem einstelligen Parkbereich. Da, wieso Isuna gerade so reagiert hat? Weil Rubine tatsächlich selten in Truhen anzufinden sind. Ja. Meistens halt, wie wir schon gesehen haben, Opale, Bernstein, Diamanten. Irgendwelches Equipment, Rubine, das man nicht mehr aufnehmen kann, weil die Scheißtasche eh wieder voll ist. Da sind Moblins. Ah, toll. Das sind so ziemlich die hässlichsten Viecher, die ich je gesehen habe. Ja, ich mag die gar nicht. Aber die sind cool, die werfen Gegner nach uns. Ja. Und nein, ich habe mich gerade nicht versprochen. Nein. Es kann durchaus vorkommen, dass ein Moblin einfach einen Bockblin hochhebt und auf uns schmeißt. Und wieso? Weil das kann. Weil das kann. Einfach nur, weil das kann. Und es gibt hier, glaube ich, irgendwo. Ich meide erstmal die Gegner, so gut es geht. Das ist keine so schlechte Idee. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Schrein. Ach ja. Das ist aber fein. Den nehmen wir doch gleich mit. Da will ich doch mal ganz schnell in der Nähe sein. Oh, oh, das. Oh, gut. Das war gar nicht so hoch und sah nur so aus. Weil du Waschi mit der Kamm. Schrein. Öffnen! Übrigens, wir können die als Teleportziel benutzen, also wir müssen die jetzt nicht machen. Aber was ich echt empfehle, aktiviert die Schreine zumindest. Wenn ihr einen Schrein aktiviert, wird der nämlich automatisch als Teleportziel freigeschaltet. Das heißt, selbst wenn ihr den Schrein noch nicht absolviert habt, könnt ihr euch jederzeit hierher porten. Warte kurz, bevor du reingehst. Vielleicht zeigst du es auch gerade mal, wenn du die Karte aufmachst. Gute Sache. Die Schreine, die komplett, die nur aktiviert sind, haben einen blauen Rahmen und sind innen drinne trotzdem noch orange. Die komplett absolvierten haben einen blauen Rahmen und sind auch innen drinne blau. Das heißt, selbst wenn ihr mehrere nur aktiviert, könnt ihr auf der Karte trotzdem noch super unterscheiden, was muss ich noch machen, weil sonst würde man die Orientierung total verlieren. Es gibt sogar welche, die man nicht aktiviert hat, aber entdeckt hat. Die werden komplett orange angezeigt. Okay, das habe ich nie gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Das ist der Witz an der Sache. Machen wir den noch? Ich weiß halt nicht, wie lang der geht. Wir gucken einfach. Wir gucken einfach mal rein, genau. Er passt halt, wenn dann noch gut in ein paar. Ich glaube, es gibt hier sogar eine Brücke, wo du von einem Suizidversuch abgehalten wirst. Also gut, wenn du dich auf die Brüstung der Brücke stellst, kommt einer an und versucht dich von deinem Suizid abzuhalten. Ist ja süß. Ich glaube, wir sind sogar ziemlich in der Nähe der Brücke. Das würde ich schon gerne. Es gibt so viel. Oh. Das ist aber keine Kraftprobe. Nein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Vashiriako. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Vom Winde verweht. Oh Gott, diesen Film, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass der Schrein ziemlich gut ist, weil. Ihr seht, Ventilator, der Freund jedes Dach.
Das ist dieser Schrein, wo ich ein wenig an Wind Waker denken musste. So ein bisschen, ja. Ja, das war so toll, ne? Bernstein! Toll, toll, toll. Das kommt, ich glaube, so extrem noch lang war der auch gar nicht. Nee, da hinten ist es ja schon. Fast nicht tief. Boah, beinahe. Frage ist nur... Ich glaube, das war der, wo wir einfach nur erstmal rausfinden sollten, wie es geht, ne? Ja. Ich glaube, der mit den schweren Rätseln, der kommt erst noch. Warum gab es da hinten den Weg? Oh nein, ich weiß, welcher das ist. Da hinten ist eine Truhe versteckt und da kommst du echt beschissen ran. Ja, ich erinnere mich. Hier würdest du nur zurückkommen, aber das bringt eigentlich gar nichts. Ja. Also wenn wir es... Mal gucken, ob ich an die Truhe rankomme. Ich weiß, ich bin da mal... Ich hab's nicht geschissen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, ehe ich da überhaupt rankam. Diese Truhe ist verfickt gut... Ja, da kommst du... Nee, du musst schon erstmal auf die andere Plattform rüber. Echt? Ja. Ja, natürlich. Okay, du musst schon da drüben erstmal drauf landen. Also auf der hier jetzt. Genau. Und von da dann frontal rüber. Beziehungsweise eine höher, ja. Wobei da eine höher im schlimmsten Fall der Wind dich wegweht. Okay, warte. Du bist einfach zu... Oh, verdammt. Ja, irgendwie zu weit weg. Wie war denn das? Eine höher ging... Ich meine tatsächlich, man muss das von hier aus machen. So bescheuert es klingt. Aber du sinkst doch viel zu schnell. Du kannst... Wow. Nicht festhalten, wollte ich gerade sagen. Skill. Wow. Soldaten Zweihänder. Und du hast Platz in der Tasche. Sachen gibt. Ja, das glaube ich ja jetzt nicht. Also der Witz an der Sache ist, in Schrein können wir Wände, wieso auch immer... Nicht hochklettern. Ja gut, hier doch, aber... Ja, aber ihr könnt Wände euch hochlaufen und so, geht ja hier einfach nicht. Hier, zeig's mal kurz. Macht er einfach nicht, will er nicht. Ja, nicht bei allen anderen Sachen macht das. Nicht nur das, ihr könnt euch auch am Rand nicht festhalten. Ja. Wenn ihr nur einen Millimeter den Sprung verfehlt, Link hält sich nicht fest. Hui! Das kotzt mich schon ziemlich an. Ah, es ist nervtötend. Der hat eine ungesunde Haltung, würde ich sagen. Ja, gut. Achso, der guckt da einen Ring an. Mumifiziert und so. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ba, ba, ba. Wie ihr schon mitgekriegt habt auf dem Plateau, für 4 Zeichen der Bewährung bekommen wir entweder einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer. Damit können wir halt unsere Herzen bzw. unsere Ausdauer deutlich steigern. Was mich nur ein bisschen nervt, man kann nicht beides auf Maximum kriegen, selbst wenn man alle 120 Schreine hat. Es geht nicht. Das ist schon scheiße. Ich habe das immer im Wechsel gemacht. Entweder fehlen einem, glaube ich, 3 Herzen für 2 volle Leisten. Ja, ich glaube... Aber wenn du alle volle Leisten haben willst, wird dir halt von der Ausdauerleiste, hast du nicht alles. Oh. Xenoblade Chronicles. Ist auch süß, dass jetzt, wo du nach unten gekommen bist, dass der eine Patch freigeschaltet wurde. Ist schon nice. Ich habe das nie gemacht, ne? Ich habe das Outfit nie gesucht. Es sieht aber auch so bekloppt aus, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen... Wir beenden hier den Part, oder? Ja, klingt ganz gut. Klingt ganz nice. Im nächsten Part werden wir einen Suizidversuch starten, von dem abgehalten werden. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das die Brücke ist. Mal gucken. Aber wir werden uns definitiv auf den... Da drüben ist übrigens der Schrein, den ich meine. Und das wird richtig lustig. Du kennst den Schrein noch? Der da oben ist der Zwillingsschrein. Ne? Ja, ja. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Ich habe schon Zettel und Stift hier liegen. Nice. Okay. Gut, wenn es euch gefallen hat... Hinterlasst mir einen Kommentar, würde ich mich sehr freuen. Und? Und? Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, klingt euer gut. Euer Renji. Und? Die Suna. Bis dann. Bye.